So, dann herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Folge Battletech. Tja, in der letzten Folge haben wir hier ein paar Mets platt gemacht, coole Sache. Jetzt wird's Zeit für die Basis. Ja, kriegen alles rein. Perfekt. Dann erstmal her mit dem Geschützturm. Warum der nicht die ganze Zeit gefeuert hat, weiß ich auch nicht. Was soll's, mich stört's nicht. Weil Schwarz Geld. Sind wir doch mal ehrlich. So. Was mache ich denn da hinten? Über den Windpark, der sich nicht mehr dreht, weil kaputt gemacht. So, jetzt, was zerstören wir hier an diesem Gebäude? Mittleres Militärgebäude, Produktionsgebäude, großes Gebäude, mittleres. Und das hier. Das sind die Gebäude. Das sieht eher aus wie. Ist egal, wir nehmen hier erstmal die Produktionsstätte. Oh, kriegt nicht rein. Das kann doch nicht wahr sein. So, da am Vorlaufen, come on. Das Ding haben wir ja schon zerstört, mehr oder weniger. Wahrscheinlich Spritständig her oder sowas. Spielt keine Rolle, wird alles kaputt gemacht. Eigentlich ist völlig wurscht, was von die Beute ich zerstöre. Aber ist egal, ich bin ein bisschen eitel. Ach, das hier... er kriegt alles rein. Nur seine Gebäude nicht, oder? So. Angeschossen, angeschossen. Zerstören wir jetzt die zwei. Oh, nehmen wir erstmal das hier. Nur mit den Langstreckenraketen. Den Turm will ich aber zerstören unbedingt. Weil das sieht schon witzig aus, wenn die fallen. Sollte vielleicht mal näher gehen. Muss näher gehen. Sonst kann ich die Laser nicht abfeuern und dauert zu lange. So, her mit dem Laser. Come on. Und her mit dem Turm. Ja, nix ohne so down. Drei Gebäude. So, Produktionsanlage zerstört. Ein großes Gebäude down gemacht. Das ist ein befestigtes Gebäude, wahrscheinlich für Fahrzeuge, gehe ich mal von aus, auch wenn hier keine Straße ist. So ein Parkhaus können sie behalten. Braucht keiner. Ich meine, das sieht auch schon böse aus vom Design her. Wie so ein Grinsen, so ein böses Grinsen. Das sieht aus wie eine Lagerstätte. Wir nehmen hier das mittlere. Na, fast. Departementanflug, wir sehen es bei der LZ. Das heißt, geht noch weiter. Ne, sehr schön. Alles geschafft, easy. So, Mission geschafft, das ist gut. Problem dabei ist jetzt die Mech-Teile. Ich glaube, zwei kann ich mir aussuchen. Und da muss ich jetzt nach Priorität gehen. Das Trebuchet ist bei mir primär, damit ich den Vindicator austauschen kann. Der müsste auch schneller sein. Dann hätte ich zumindest ein Mech in Reserve. Aber das setzt voraus, dass ich jetzt noch 7 oder 6 Teile da zusammenkratzen kann. Was nicht ist, deswegen nehmen wir das, was am meisten ist. Erstmal eine halbe Mille, das ist gut. Muss nichts repariert werden, keiner verletzt. Fantastisch. Okay, ein Teil Griffin. Ein Teil Gintaro. Oh, hier, Laser plus 5 Schaden. Oh, könnte man die brauchen. Hier unten gibt es hier nichts, oder? Ja. Bitte, bitte, bitte zieh den. Come on. Nee. Schade. Sehr, sehr schade. Plus 5 Schaden hätten wir 30 gehabt. Sehr bedauerlich. Aber na gut, das passiert. Irgendwie nervt mich gerade mein Handy. Man findet wohl kein Internet und dann findet er es und findet es nicht. Sehr nervig. Aber gut, passiert mir auch das öfter im Stream. Der Waffenwert eines Mech-Kriegers bestimmt die Trefferwahrscheinlichkeit mit Fernkampfwaffen. Wenn meine nicht mal im Nahkampf treffen.
Wie wollen die dann im Fernkampf treffen? Von 4 Lasern geht einer meist daneben. Manchmal auch 2 bis 3. Lächerlich. So. Rein theoretisch habe ich jetzt genügend Geld für das Artilleriegeschütz. Theoretisch. Ah, theoretisch. Ich überlege schon die ganze Zeit, die eine Hauptmission zu machen. Und hoffe, dass ich in ein anderes System reisen kann, als nur in den Gebieten, wo ich jetzt bin. Oh gut. Schauen wir mal, eins nach dem anderen. Krieger haben Erfahrung gesammelt, das ist soweit okay. Ja, falls keiner weiß, wovon ich rede, ist die Sternkarte hier. Ich würde gerne mal hier in so ein System hier reisen. Reisen nicht möglich. Reisen nicht möglich. Reisen nicht möglich. Warum? Oh, so viele Planetensysteme und ich habe nur das hier zur Auswahl hier drin. Und ich grase hier unten gerade das alles ab für ein bisschen Geld, um dann hier oben, naja, nicht mit Geld zu starten, sondern mit Max. Wie habe ich noch vor mir? 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Systeme. 8, 9, 10, das sagen wir 7 Systeme und dann hier durcharbeiten. Eigentlich kann ich doch jetzt hier dran teilnehmen. 1,5? Ich mache schon die ganze Zeit 1,5. Ah ne, hat man ja schon mal gemacht. Das ist aber, glaube ich, Schwierigkeitsgrad. Oh hier, 2,5. Da sollten aber Gegner sein ohne Ende. Und das ist die Hauptmission hier, da muss ich hin. Aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Erst wenn ich bessere Max habe. Was derzeit nicht der Fall ist. Ich kriege auch nichts zusammen hier. Beim Schweren, 4 Teile vom Dings, Thunderbolt, sobald ich ihn im Laden sehe, kaufe ich den dringend. Also Incident. Einzige, den ich wirklich was zusammenbekomme. Und beim Mittel, Kintaro sieht jetzt ganz gut aus. Griffin jage ich die ganze Zeit. Hier habe ich einen anderen Griffin. Shadowhawk, naja, okay. Wolverine wäre auch mal ganz nett. Das, was ich aber haben möchte, ist so ein Trebuchet. Mir egal, welches von denen. Weil Raketen können sie beide dran. Der, oh, der hat mal Laser. Der hat dafür Nahkampfwaffen, naja. Das ist super hier. Die Teile. Auch gibt ja nichts im Laden hier. Das ist ja das Schlimme. Ich meine, ich habe auch keine Lust jetzt rumzureisen. Irgendwas zu machen. The Rifleman, ein. Shadowhawk. Hätten wir dann 4 Teile. Ja, komm, Shadowhawk, kauf mal. Kauf mal nochmal. So, dann sind wir beim Shadowhawk schon mal bei 6 Teilen. Rode kaufen wir nicht. Kaufen wir auch nicht. Javelin schon gar nicht. Javelin Cyclops wäre ganz cool. Bin mir auch noch nicht sicher. So, jetzt müsste ich beim Shadowhawk zumindest 6 Teile haben, wenn ich das richtig gesehen habe. 5 Teile. 5 Teile. Ach, come on! Das gibt's doch nicht. So, Aufträge. Hier wird was cool. Werden immer weniger hier. 1,5. Verteidige die Basis. Basis einnehmen. Wir nehmen die Basis ein. 2 Teile. 3. Ne, komm, wir bleiben bei 2, weil unter 3 Millionen. Hier passt noch, aber den Rest abwarten. Basis verteidigen machen wir dann zum Schluss. Jetzt erstmal heißt es ran an Feind. Basis einnehmen. Einnehmen ist doch was anderes als zerstören, oder? Ja. Na klar. Bei einem macht es kaputt. Bei der anderen verteidigst du. Bei den anderen muss ich irgendwas reinstellen, glaube ich. Kriegen wir hin. Sollten wir schaffen, hoffe ich. Ich freue mich so dermaßen, wenn ich mal einen fünften mittleren Weg zusammenbekomme. Falls mir das jemals gelingt. Ich befürchte, dass ich das Spiel durchspielen könnte, ohne auch nur einen einzigen Mech dazu zu bekommen. Obwohl ich, das geht ja eigentlich gar nicht, oder? Weil ich denke mal, am Schluss werden die mit überschweren Mechs kommen. Da kann ich doch nicht mit Mets auftreten. Das ist doch, ich habe dann fast 1000 Lebenspunkte und die dann wahrscheinlich, keine Ahnung, sagen wir 2000. Okay, die Liga der Freien Welten und die Planetenregierung haben die Handelsverhandlungen offiziell beendet. Wir glauben, dass wir sie wieder an den Verhandlungstisch zurückbringen können, wenn wir eine Militärbasis der lokalen Regierung in Fronx System einnehmen. Ihre Aufgabe ist es, diese Basis zu erobern und zu halten, bis unsere Streitkräfte eintreffen, um diese Basis dauerhaft zu besetzen. Ergibt schon mal keinen Sinn. Die Liga der Freien Welten, Planetenregierung, haben die Verhandlung offiziell beendet. Das ist soweit okay, klingt logisch, aber Handelsbeziehungen und dann eine Militäranlage? Nee.
Ich fürchte, das Resultat könnte Ihnen nicht so recht gefallen, aber interstellare Politik ist nun mal nicht mein Fachgebiet. Für mich klingt das nach einer Kriegserklärung. Machen Sie sich auf starken Widerstand gefasst, ja? Das glaube ich auch. Wenn die geschrieben hätten, hier Friedensverhandlungen oder sowas, wäre das ja kein Thema geworden, aber Handels? Naja. Was soll's. So, Commander, wir haben Infos zur Lage der Basis erhalten. Suchen Sie sich eine Position, von der aus Sie die Basis einsehen können. Wir müssen herausfinden, was dort vor sich geht. Eliminieren Sie alle Verteidiger der lokalen Regierung und sichern Sie die Basis, Commander. Oliveira Ender. Ja, hingeben, platt machen, erobern. Das ist der Plan. Feindkontakt. Türmchen, sollte hier nicht schießen können, ausgenommen Langstreckenraketen. Zwei Max. Ich weiß aber immer noch nicht, was für Max da sind. Panda, okay. Davon habe ich immer noch keinen im Schrank. Und ich wollte damals am Anfang des Spiels unbedingt einen haben. Als Leitersatz. Hä? Achso, Raketen. Ein Ausweichen. Hat auch hier getroffen, hier einmal. Mist. Noch ein Mac. Alles Lights, wie es aussieht. Alles leichte Macs. Okay, wer steht vorne? X1. Dann geht X1 auch an. Ja, alles die üblichen Verdächtigen. Commando, Locus und diese Kollegen hier, die machen wir auch gleich. Weg mit seiner PBK. Ja, steht noch. Yellow Jacket von hinten. So nah ran, wie es nur geht. Und dann lassen wir es regnen. Let it rain. Sehr schön Hits, aber halt nur 4 Schaden. So, Junior immer noch missmutig. Hier teilweise treffen. Ja, komm, hier abends unebene Länder. Eine super Idee. Zumal der Strukturschaden dann hier kommt, also dieser Stabilitätsschaden. Aber BBK weg. Panther nicht mehr das Problem. So, Blackjack kommt angesprungen. Schönes Gelände ausnutzen, soweit wie möglich. Ausschalten am besten. Aber das wird wohl eine Weile dauern. Denn wir haben gerade einmal 300 Lebenspunkte und Pilot verletzt. Sehr schön. Kein Problem. Easy. Panda unsichtbar. Kopftrefferverletzung ignoriert. Sehr schön. Über unwegsames Gelände. Der Kommando, auch wenn wir schlechte Sicht haben. Ist da gerade hier einer abgeprallt? Sah so aus, oder? So, ausweichen auf 0. Für mich eher kontraproduktiv. So, zuerst Yellow Jacket. Aber auf wen? Locus 10. Sehr schön. Na komm, Präzisionsschuss. Auch wenn er im Dschungel sitzt, also im Wald. Ja, das könnt ihr gerade nicht sehen, aber ich schüttle gerade tierisch den Kopf. Alles versemmelt, was man versemmeln kann. So, Angriff auf den Locus, Nahkampf. In der Hoffnung, dadurch 4 Ausweichen zu ziehen. Ja, ein bisschen was kaputt gemacht. Ein Ausweichen weg. Enemy men, critical damage. Standing by.
So, entweder auf den Locus oder den Panda. Oh, schwierige Entscheidung. Der Panda ist jetzt nicht mehr so gefährlich, ausgenommen Nahkampf. Locus ist hier vorne und nervt mich einfach nur. Weg damit. Pilot verletzt. Das bringt auch nicht viel. Sieht man hier eigentlich die Verletzung des Piloten? Ich glaube nicht, oder? Ja. Schade, damit weiß ich nicht, wie viel. Und wie oft er eine Verletzung hatte. So, Lukas ist der, der am schnellsten ist, deswegen raus damit. Ach. Sehr schön. Okay, zumindest kampfunfähig, zumindest raus. Über eine positive Nachricht. Türme Sensor locken mich. Da kommen sie wieder, die Raketen. Bleibt noch der Kommando und der Panda. Panda ist dadurch gefährlich, dass er halt Nahkampf kann. Panzerung hält. Nice. Irgendwas bewegt sich noch. Noch ein Javelin. Auf den Kommando Nahkampfangriff vielleicht. Ignoriert Deckung. Sehr schön. Rechts außen zerstört. Naja. Kein so schöner Schlag, sage ich jetzt mal. Kommando läuft. Umläuft mich, schießt. Drauf die Panzerung. Oh, Panzerung hält. Rückenpanzerung ist safe. Naja, bis die Dinger schießen. So, Yellow Jacket ist zu nah für ein das ganze Zeug. 25%. 30. 80. Springen wir ein bisschen weiter weg hier. Ah, da oben sieht gut aus. 25% nur. 30 bleibt gleich. 30%. Das ist doch Mist. Dann lass mal Junior. Na, kann man auf den, damit du dich abkühlst. Links außen zerstört. Der stellt keine große Bedrohung mehr dar. So, sein Arm ist auch weg. Okay, dann ohne Raketen, komm. Warte mal, Präzision? Vielleicht kommen wir doch. 55, naja, die Hälfte. Ja, aber es reicht, um den Panda auszuschalten. Sehr gut. Einzige Nachteil ist, dass halt jetzt X1 mit dem Rücken zum Feind steht. Aber man schießt ja weiterhin auf Junior. So. Wunderbar, sehr schön durch die Enge hier hinten durchgekommen, wunderbar. Und ich kann jetzt gleich mit meinen Langstreckenraketen die ersten Türme auseinandernehmen. Ah. Kommt noch eine Salve? Naja, nur der Nahkampf. Ah stimmt, da ist ein Kommando. Den habe ich... Kein Witz, den habe ich gerade völlig vergessen. Wenn ich den Nahkampf mache, komme ich da von hinten dran? Ne. Der Angriff. Mech zerstört, sauber, umgetreten. So schnell geht das. Bisher aber kein mittlerer Mech. Das stört mich. Da die Basis. Wir sollten vorsichtig fortfahren. Einverstanden? Halten Sie die Augen nach weiteren Bodenstreitkräften der lokalen Regierung auf. Und rechnen Sie mit Feindkontakt. Die Geschütztürme wurden aktiviert, Commander. Sie müssen sie zerstören, bevor Sie die Basis sichern können. Dann machen wir erstmal Türme weg. Jawohl, ein Turm weg, denn es sind noch zwei.
So, Black Jacket geht nach oben. Problem ist aber, den kriegt man nicht platt. Oh, doch, hat doch getroffen. Ah, das sah jetzt aber echt komisch aus. So. Lauf doch bitte hierher. So, zweiten Turm auseinandernehmen, wenn es geht. Hammer. Safe. Noch 180 Raketen, passt. Alles easy. Dachte ich, weil da schießt schon der nächste Geschützturm. Oh, und der ist gefährlich. Fiese Sache. Aber na warte. So, gehen vor. Beschießen den Javelin mit Langstreckenraketen. Und dann gucken wir, dass wir nächste Türme irgendwie ausschalten können. Sehr viel Mist, bisschen Sturzschaden, naja. Okay, hier kriegen wir einen Turm rein. Wir stehen jetzt sogar im Wald, oder? Ja. Nee. Aber auch mächtig viel ausschalten. Jetzt abschalten. Reicht das? Nee. Dass der Turm steht, nervt. So, wir zeigen nicht mehr den Rücken, das ist gut. Windigkeiter hat schon geschossen, es bleibt nur noch hier oben. Okay, ich zeige ihm die Seite, ist egal, Hauptseite, der Turm ist weg. So, mit zwei. Ich verstehe nicht, warum der vorhin nicht downgegangen ist. Ich meine, der hat ja null Panzerung. Ein Nahkampfangriff. Den wird er gleich bereuen. So. Das heißt, Junior ist dann in der Zone und kann da hinten den links wegschießen. Nächsten Turm. Hoffe ich. Diese Basis wird dann eingenommen. Ach, zu heiß. Sauber. Bleibt nur der Javelin. So, bleibt nur der Javelin. Wir sind in der Basis drin mit dem Centurion, das ist gut. Der Nachteil ist, wie gesagt, 20 Minuten. Ich weiß, kommt völlig überraschend. Oh, was ist das hier? Fette Kanone. Die sieht ja... Die ist ja fies. Schönes Artillerie-Schütz. So, nichtsdestotrotz, ich bedanke mich bei allen, die zugesehen haben. Ich hatte großen Spaß, ich hoffe ihr auch. Und wir sehen uns in einer der nächsten Folgen dann. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.